keine billigen und unhaltbaren Versprechungen mehr gegeben werden. Antwort des neuen Bundesarbeitsministers: Ich würde ja für die Vergangenheit weder von unhaltbaren Versprechungen noch von Fehlinformationen sprechen. Kommentar überflüssig. Der Bundeskanzler musste deshalb noch keine 3 Tage nach Verabschiedung der Koalitionsvereinbarung umfallen. Das war nicht eine Denkpause oder ein Denkmodell. Das war schon so beschlossen. Ich möchte beinahe sagen, Sie kennen ja den Humor. Poeten möchten, hätten schon wollen, aber dürfen haben sie sich nicht traut mehr. Er musste nach 3 Tagen umfallen, um seine Wiederwahl zu erreichen. Aber viel schlimmer als dieser Unfall und die darin zum Ausdruck kommende Führungsschwäche des Kanzlers, der sich bisher immer gerne als Macher, Krisenmanager, gewissermaßen als der große Zampano feiern ließ, als der Politiker mit dem Raubtierlächeln. Er ist kein Macher mehr, er ist ein Gemachter. Und das sage ich nicht nur wegen des sprachlichen Vergleiches, sondern getreu den wirklichen inneren Machtverhältnissen, die zu tarnen ihm immer weniger gelingen wird. Auch die neue Lösung ist unausgewogen, unsozial und gefährlich. Und vor allem entgegen den jetzigen Beteuerungen. Man kann von einem Weg sagen, er wird besser oder er wird schlechter, aber der Weg muss zum Ziele führen. Und dieser jetzt eingeschlagene Weg löst das Problem bis 1980 nicht. Er bietet eine Lösungsmöglichkeit von 80 bis 83 und ab 84 öffnet sich die Schere wieder zwischen Einnahmen und mit Sicherheit kommenden Ausgaben auch nach der neuen Regelung in einer noch heute nicht zu überblickenden Weise. Das ist doch die Problematik und Sie sind Gefangene Ihrer eigenen Aufschwungpropaganda geworden, weil Sie immer von einem großen Aufschwung gesprochen haben. Der Aufschwung, der dann aus Arbeitslosengeld beziehen, Beitrags- und Steuerzahler machen würde. In der Zwischenzeit müssen Sie 2 Dinge zugeben. Erstens, dass auch diese Umwandlung von 800.000 Arbeitslosen wieder in Steuer- und Beitragszahler das Problem nicht mehr ganz lösen würde. Höchstens zu einem Drittel bis zur Hälfte lösen würde. Und zweitens, dass der Aufschwung selber ja in der Form gar nicht stattgefunden hat. Und darum waren Ihre Voraussetzungen, an die Sie sich klammerten vor der Öffentlichkeit, waren falsch. Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, sagen, ich will vor dem Bürger nicht verschleiern in Ihrer Regierungserklärung und alles, was dann kommt, ist ja wieder eine ganze Serie von weiteren Verschleierungsaktionen auf allen Gebieten. Im Einzelnen wenige Bemerkungen. Schon in diesem Jahr ist die Liquidität, das heißt die Zahlungsfähigkeit der Rentenversicherungsträger, gefährdet. Der Finanzminister sieht sich deshalb gezwungen, Schulden an die Rentenversicherungsträger in Milliardenhöhe schon 76 vorzeitig zurückzuzahlen. Ich habe auch in der Fernsehsendung darauf hingewiesen, dass wir in meiner Zeit, und ich sage es nicht mit Überheblichkeit, als Finanzminister mit dem System Schluss gemacht haben, Bundesleistungen an die Rentenversicherungsträger in Gestalt von Stundungen, in Gestalt von irgendwelchen Kassenobligationen oder sonstigen Kreditpapieren zu geben, sondern dass wir Barleistungen überwiesen haben. Und ich habe nie das geringste Verständnis dafür gehabt, warum die Bundesregierung in einer Zeit rasch steigender Staatseinnahmen wegen inflationärer Entwicklung, vor allem einer stürmischen Zunahme des Lohnsteuerertrages, 9 Milliarden Bundeszuschüsse, zu denen sie verpflichtet war, in Gestalt von Kreditzusagen, in Gestalt von Stundungen, die später erst dann eingelöst werden müssen, zu geben. Man hätte das im Bar leisten müssen. Jetzt müssen Sie es in wesentlich schlechterer Situation nachentrichten, wenn die Liquidität für dieses Jahr und für Anfang nächsten Jahres erhalten werden soll. Außerdem, warum sagt niemand von den Regierungsrednern etwas, dass die gesetzlich vorgesehene Liquiditätsreserve von 1,5 Monatsrenten, die noch Ende 75 mit 98% nahezu voll vorhanden war, Ende November auf 52% abgesunken war? Bei der Arbeiterrentenversicherung auf 20, bei der Angestelltenversicherung auf 80. Die zum Jahresende zu erwartende Aufstockung aufgrund der stets hohen Dezembereinnahmen, Nachentrichtung, Weihnachtsgelder und so weiter, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass im nächsten Jahr der jetzt vorgesehene Abbau der Rücklagen auch zu einem noch weiteren Abbau der Liquiditätsreserve führt, sodass die Zahlungsfähigkeit erneut nur zulasten des Bundeshaushaltes sichergestellt werden kann. Ich habe mich auch gegen diese unintellektuelle und unredliche Ausdrucksweise gewendet. Der Staat garantiert die Sicherheit der Renten. Der Staat kann alles garantieren. Der garantiert selbstverständlich die Auszahlung der Beamtengehälter, der Angestelltengehälter, der Arbeiterlöhne.
Der Staat garantiert die Auszahlung der Renten. Der Staat garantiert die Auszahlung der Kriegsopferversorgung. Der Staat garantiert. Das ist aber doch kein solides Finanzierungssystem, sich einfach darauf zu berufen, dass der Staat garantiert. Und wenn dann die Garantie in Anspruch genommen wird, infolge langjähriger Schlamperei, der Bürger dann durch Steuererhöhungen und Abgabenerhöhungen massiv zur Kasse gebeten wird. Eine zweite Bemerkung. Die Abschmelzung des Vermögens der Rentenversicherungsträger auf eine Monatsausgabe ist vom DGB als ausgesprochen unsolide und gefährlich bezeichnet worden. Diese Vermögensabschmelzung, die jetzt so als Weisheit letzter Schluss gefeiert wird, ist kurzfristig bis 79, 80 überhaupt nicht oder nur mit großen Verlusten möglich. Denn außer den Forderungen gegen den Bund von etwa 9 Milliarden Mark aus den 34 heraus sind gegenwärtig nur 3 bis 4 Milliarden Mark zum Bilanzwert veräußerbar. Zu einem erheblichen Teil ist das Vermögen der Rentenversicherungsträger in Wohnungsbaudarlehen, Altersheimbeleihungen, Beteiligungen an anderen sozialen Einrichtungen angelegt, die nur unter unvertretbaren sozialen Härten, besonders für einkommensschwache Bevölkerungsteile, überhaupt aufgelöst werden müssen. Das heißt, die dann einfach ersetzt werden müssen. Die Beschränkung auf einen Monat macht die Rentenversicherung bei jeder etwas schwierigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu Kostgängern des Bundeshaushalts. Allein im Jahre 76 musste das Rücklagevermögen der Rentenversicherungsträger um 2,2 Monatsausgaben vermindert werden. Innerhalb eines einzigen Jahres. In Zukunft will man mit einem Deckungsstock von einer Monatsausgabe auskommen. Und dabei hatten wir im Jahr 76 schon wieder wirtschaftliches Wachstum. Wenn ich ein hypothetisches Beispiel bringen darf. Wenn am Beginn der Wirtschaftskrise 74 nur eine Rücklage von einem Monat vorgelegen wäre, dann wären 75 über 4 Milliarden Mark, 76 11 Milliarden Mark und 77 nahezu 15 Milliarden Mark. Und das schon bereinigt um die Leistungen der Krankenversicherung vom Bund als Zuschuss erforderlich gewesen. Bei einem Monat Rücklage. Die Abhängigkeit vom Bundeshaushalt, das möchte ich sowohl dem Herrn Bundeskanzler, dem Herrn Bundesfinanzminister und dem neuen Bundesarbeitsminister sagen, beseitigt die bisher finanzielle Unabhängigkeit und fördert damit den Weg in eine Entwicklung, an deren Ende die unter sozialistischen Modellvorstellungen geplante Einheitsversorgung steht. Genau das, was wir nicht wollen. Außerdem bringen die Größenordnungen zusätzliche Gefahren für das Leistungs- oder Beitragsniveau mit sich. Die Änderung der Deckungsvorschriften ist gefährlich und unsolide. Aber auch die Abkehr von der Bruttolohnbezogenheit der Bestandsrenten ab 69 widerspricht dem vor der Wahl gegebenen Zusage des Bundeskanzlers. Es geht doch nicht um die einmalige Festsetzung der Rente bei Eintritt ins Rentenalter, sondern um die jeweilige Anpassung. Gut, man kann über das reden, denn wir sind ja nicht da, um diese Probleme unlösbar zu machen, sondern wir sind dazu da, um unseren Beitrag zur Lösung zu leisten. Das gilt sowohl für Herrn McColl wie für mich, das gilt für alle Mitglieder der Fraktion der CDU-CSU. Aber wenn man uns schon, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, in der Verantwortung beteiligen will und damit an Unpopularität, während man vorher uns hohnlachend gesagt hat, wir würden dem Volke nur unchristliche Angst einjagen, dann haben wir auch das Recht, von dieser Stelle aus dem Volke zu sagen, was hier in Wirklichkeit die Gründe für den Verfall der Finanzgrundlagen gewesen sind. Dann gibt es natürlich dann noch einige weitere Probleme. Die Verringerung der Zuschüsse für die Krankenversicherung der Rentner von 17% auf 11% ab 1. Juli 1977, durch die Rentenversicherung um jährlich 6 Milliarden Mark entlastet werden soll, bedeutet zunächst bei den an der gesetzlichen Krankenkasse versicherten Rentnern nur eine Verlagerung der Lasten der Beitragszahler der defizitären Rentenversicherung auf die weitgehend personenidentischen Beitragszahler der defizitären Krankenversicherung. Und da die Krankenversicherungen ohnehin defizitär sind, bedeutet das bei den Krankenversicherungen eine Beitragserhöhung durch die Änderung der Bemessungsgrenze, die mindestens 1,2 Punkte der Beitragserhöhung ausmachen würde. Und auch diese Erhöhung der Bemessungsgrenze reicht nicht aus, um finanziell das Problem zu lösen. Sie werden auch die Beiträge erhöhen müssen. Man kann mit uns über alles diskutieren, sowohl über eine sozial gerechte und vertretbare Lösung, Modifizierung ihrer jetzt vorliegenden Vorschläge, wie auch über den teilweisen Ersatz der jetzt vorgelegten Vorschläge durch andere Vorschläge. Denn wir wollen zu unserem Worte stehen, nämlich, dass die Altersrenten gesichert bleiben müssen. Und ich habe Helmut Kohl im Wahlkampf sehr wohl verstanden, als er sagte, mein Wort von der Sozialgarantie schließt Beitragserhöhungen nicht aus.
Vom Herrn Bundeskanzler haben wir genau das Gegenteil gehört. Und das ist der Unterschied auch zwischen diesen beiden Aussagen. Lassen Sie mich in dem Zusammenhang ein Wort zu den Voraussetzungen sagen, unter denen überhaupt die Rentenversicherung für die Zukunft gesehen werden kann, nämlich zur Lage unserer Wirtschaft. Die Prognosen und Wertungen unserer künftigen Konjunkturaussichten zeigen ein Bild völliger Unsicherheit. Ich zitiere die Überschriften der letzten Wochen. Stagnation als Schicksal, Aufschwung mit müden Beinen, Konjunktur herbstlich, bedingter Aufschwung möglich, Belebung ist schon verpufft, Konjunktur ist noch labil, der Aufschwung trägt sich selbst. Das ist die Blütenlese der letzten zwei Monate. Die Schätzungen der Wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 77 wurden jüngst durch das Gutachten des Sachverständigenrates ergänzt. Danach reicht die Skala der vorgesehenen Zuwachsraten des Sozialproduktes von 3-4% im Minderheitsgutachten des RWI bis zu 6% in der Prognose des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften. Das Mehrheitsgutachten der Forschungsinstitute erwartet eine reale Sozialproduktsteigerung von 5,5%. Der Sachverständigenrat schätzt 4,5%. Das Hamburger Weltwirtschaftsarchiv rechnet mit 5%. Die OECD rechnet nur mehr mit einem Wachstum von 3,5-4%. Ebenso unterschiedlich wie für die gesamte wirtschaftliche Leistung erwarteten Zuwachsraten sind die Einschätzungen für die wichtigsten Größen. Die für die Gesamtentwicklung entscheidend sind, nämlich beim privaten Verbrauch, geht die Schätzung zwischen 3-5% Zunahme, bei den Ausrüstungsinvestitionen von 3,5-13,5%, bei den Bauten von 1-2,5% bis hin auf 8%, bei den Exporten von 7-13%. Also diese Aussagen zeigen ja, wie sehr hier im Dunkeln getappt wird, wie unsicher solche Prognosen sind und wie wenig man langfristige eigene Ausgabeerwartungen oder Einnahmeerwartungen und Ausgabeplanungen etwa darauf aufbauen kann. Selbst wenn man unterstellt, dass die Prognose des Sachverständigenrates mit einem Sozialproduktwachstum von real 4,5% zutrifft, so würde sich dadurch keine Verminderung der Arbeitslosigkeit ergeben, weil das Produktivitätswachstum ebenfalls nur mit 4,5% höchstens angenommen werden kann. Der Sachverständigenrat hat deshalb eine Klimaverbesserung für verstärkte Investitionen für notwendig gehalten und schlägt zu diesem Zweck unter anderem mittel- und langfristige Verbesserungen der Steuerstruktur, zum Beispiel eine Beseitigung der Gewerbesteuer vor. Und damit kommen wir zu einem für das zukünftige Wohl und Wehe unserer Wirtschaft, für die Frage der Erfüllung der notwendigen Investitionen, für die Wiedererreichung eines hohen Beschäftigungszustandes, wesentlichen, wahrscheinlich entscheidenden Punkte. Sehr bezeichnend sind die Resultate einer Umfrage des IFO-Instituts bei mehreren tausend Führungskräften der Wirtschaft, im letzten Schnelldienst veröffentlicht. Bei dieser Umfrage kommen die Führungskräfte in ihrer Mehrheit zum Ergebnis, dass mittel- und längerfristig nur mit sehr bescheidenen realen Wachstumsraten der Gesamtwirtschaft gerechnet werden kann, und zwar nur in der Größenordnung von 1-2%. Zu dieser Veränderung des Stimmungsbildes in der Industrie haben nach dem gleichen IFO-Bericht rückläufige Gewinnmargen und Investitionsquoten sowie sprunghaft gestiegene Insolvenzen entscheidend beigetragen. Bei dem allgemeinen Vertrauensschwund dürfte es nach dem gleichen Bericht auch schwierig sein, die Industrie aus der gegenwärtigen Investitionsapathie, besonders im Bereich der kleinen und mittleren Industrie, die für die Gesamtstruktur entscheidend ist, herauszureißen. Über diese Probleme hätte der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung substanziell und detailliert sprechen müssen. Und deshalb darf ich hier in dem Zusammenhang auch sehr deutlich zum Ausdruck bringen, dass es sich bei der Zurückhaltung der Wirtschaft gegenüber Investitionen, die 85% ja der Gesamtinvestitionen ausmachen, um ein Problem handelt, dessen Existenz der Bundeskanzler einfach leugnet, weil es ihm nicht in seine Gedankenwelt passt, in seine politische Vorstellungswelt passt. Nämlich, dass unsere Wirtschaft sich seit dem Jahre 73 auf 74 zunehmend in einer psychologischen Krise befindet, in einer Vertrauenskrise befindet und dass der Verfall der Erträge und Gewinne dazu hinaus, neben der Bereitschaft zu investieren, auch die Mittel zu investieren, erheblich eingeschränkt und in Mitleidenschaft gezogen hat. Es wird hier immer von der Arbeitslosigkeit und ihrer Entwicklung gesprochen. Sie wird mit Recht unter drei Gesichtspunkten gesehen. Die ökonomische Wirkung. Sicherlich ist Arbeitslosigkeit heute für den Einzelnen nicht mehr das Gleiche, Gottlob nicht mehr, wie es der Zeit unserer Jugend war, als in der Massenarbeitslosigkeit am Ende der Weimarer Demokratie, wir haben das in der Großstadt, ich in München ja, in aller Deutlichkeit und in allem Dramatik erlebt, Arbeitslosigkeit, nicht nur der Verlust
nicht nur der Verlust eines Arbeitsplatzes war, sondern praktisch die Vernichtung der Existenz war, die Verurteilung zu einem Dasein, das zum Leben viel zu wenig und zum Sterben noch etwas zu viel war. So ist es nicht mehr. Warum ist es nicht mehr so? Weil durch die Marktwirtschaft eine wirtschaftlich-finanzielle Leistungsfähigkeit erreicht werden konnte, die es uns erlaubt, unsere Arbeitslosen anders zu versorgen, als es eben damals möglich war. Aber gerade deshalb besteht die Notwendigkeit, die Grundlagen dieser Marktwirtschaft intakt zu halten. Und die Hauptgrundlage der Marktwirtschaft ist nicht nur das Wettbewerbsprinzip, ist auch die Fähigkeit zu investieren und die psychologische Bereitschaft zu investieren. Und wir werden mit dieser Zahl von 1 Million Dauerarbeitsloser, und das wage ich hier zu sagen, nie fertig werden. Wir werden uns immer nur um 100.000 oder 200.000 darunter bewegen, wenn es gut geht, wenn wir nicht die Wirtschaft in die Lage versetzen, sowohl materiell wie psychologisch wieder mit Mut und Tatkraft an Investitionen heranzugehen. Nicht nur Rationalisierungsinvestitionen, sondern auch Erweiterungsinvestitionen. Nur so ist das Problem zu lösen. Immerhin bedeutet 1 Million Arbeitslose im Jahr 10 Milliarden Mark Unterstützungszahlung. Sie bedeutet einen Ausfall von 10 Milliarden Mark an Abgaben und Steuern insgesamt, Beiträgen und Steuern. Sie bedeutet einen Ausfall an Wertschöpfung in Höhe von 20 Milliarden Mark. Der Bundeskanzler hat mit Recht von der psychologischen Situation der betroffenen Arbeitslosen gesprochen. Bei denen, wo es die Jahresfrist überschreitet, wo die berühmten 311 Tage dann schon verstrichen sind, und bei denen, die im zweiten Jahr sich befinden oder dem dritten Jahr jetzt entgegenkommen, ist es mehr als ein reines Einkommensproblem. Ist es auch ein tiefes, menschliches, psychologisches Problem der eigenen Lebenserfüllung und der Selbstverwirklichung, wie es mit Recht in der Regierungserklärung geheißen hat. Natürlich wissen wir auch, dass Arbeitslosigkeit nicht gleich Arbeitslosigkeit ist. Es bietet sich manchmal ein paradoxes Bild, dass einerseits eine hohe Zahl von Arbeitslosen registriert ist, andererseits Arbeitskräfte in großer Zahl, vor allen Dingen Fachkräfte, gesucht werden. Hier geht es nicht nur um die Frage der Mobilität. Hier geht es auch um die Frage einer vernünftigen Regelung der Zumutbarkeit, einen anderen Arbeitsplatz anzunehmen. Solange hier nicht, und das kann nur geschehen, wenn die staatstragenden demokratischen Kräfte in diesem Lande hier zusammenhalten. Und ich biete das ausdrücklich an, Herr Bundeskanzler. Meine Rede steckt nicht nur Kritik oder Polemik, darin steckt auch ein echtes Angebot der Bereitschaft für die Fraktion der CDU-CSU, an der Lösung dieser Probleme, mit denen sonst keine Regierung mehr fertig wird, mitzuarbeiten, auch von der Opposition her. Wir erleben doch heute, ich möchte es mit großer Vorsicht sagen, da ich nicht der Regierung angehöre, brauche ich nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Wir erleben doch heute, dass infolge der politischen Verhältnisse in einigen europäischen Ländern wirtschaftliche und finanzielle Probleme allmählich nicht mehr lösbar zu werden scheinen. Ich möchte mich hier ganz vorsichtig ausdrücken. Die Krise ist hier vielleicht in der Wurzel eine moralische Krise. Sie ist im Grunde dann eine politische Krise. Und die ökonomische Krise ist nur eine Folge der politischen Krise, aber nicht die Ursache der Erscheinungen. Und wir müssen uns hier, und natürlich die gleichzeitige Bekanntgabe der neuen Rentenregelung mit dem Diätengesetz war nicht gerade eine Musterleistung der Aufeinanderabstimmung von politischen Entscheidungen. Aber wir müssen hier gemeinsam dafür sorgen, dass demokratische Staaten regierbar bleiben. Und gegen den Sachzwang der Zahl kann man nicht die Ideologie mit dem Kopf durch die Wand etwa durchsetzen, geschweige denn ohne Kopf durch die Wand durchsetzen. Staaten müssen regierbar bleiben. Und Regierungen müssen mit Hilfe ihrer parlamentarischen Mehrheiten und einer sich an der Verantwortung beteiligten Opposition entscheidungsfähig sein. Sonst bekommen wir diese Dinge, die anderswo schon außer Ruder gelaufen sind, auch in unserem Lande auf die Dauer nicht in den Griff. Und das wollte ich hier in dieser Form gesagt haben. Und Herr Bundeskanzler, ich habe eine Bitte, sie ist zwar hoffnungslos, aber ich sage es immer wieder. Nehmen Sie doch Abschied von der unrichtigen Behauptung, dass die Rezession der Weltwirtschaft unsere ökonomischen Probleme, vor allen Dingen die hohe Zahl der Arbeitslosen, verursacht habe. Das ist doch einfach nicht wahr. Die Arbeitslosenzahl ist schon gestiegen, lange bevor ein kleiner Einbruch in unserem Export erfolgt ist. Man muss es umgekehrt ausdrücken. Die Folgen des innenpolitischen Versagens wären auf dem Arbeitsmarkt noch wesentlich drastischer geworden, wenn nicht der Export mit Ausnahme des Jahres 1975 einen Ausgleich dafür ermöglicht hätte.
Dass dem so ist, beweisen ja doch die Zahlen. Man kann ja vom Ausland auf die Dauer nicht verlangen, dass es jährlich um 50 Milliarden Mark mehr von uns kauft, als wir dort einkaufen. Das verschiebt ja dann nur die Zahlungsbilanzen in einer allmählich nicht mehr reparierbaren Weise. Aber der Rückgang in der Beschäftigung ist eingetreten durch die Binnenkrise und nicht durch die Weltwirtschaftskrise. Die Weltwirtschaftskrise hat die Sache dann für uns nicht leichter gemacht. Aber die Fehler, die seit dem Jahr 69 begangen worden sind, nicht zuletzt in der Überforderung der öffentlichen Haushalte, in der Verteilung von mehr und mehr Sozialprodukt, als produziert worden ist, das sind die eigentlichen Ursachen. Woher kommt denn die Krise in Europa, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen? Und das ist nicht eine ökonomische Krise. So gescheit wie ich bin, sind Millionen anderer auch. Wenn Sie derselben Einsicht kommen, dann haben wir schon eine Basis der Verständigung gefunden. Die Verwerfung der politischen Entwicklung in Europa kommt daher, dass unter dem Druck angeblich innenpolitischer Zwänge in mehr und mehr Ländern Jahr aus, Jahr ein mehr verteilt worden ist, als das Sozialprodukt insgesamt zu 100% ausmacht. Die Überlastung der öffentlichen Haushalte, die Überlastung der Wirtschaft mit Kosten, einfach die Mehrverteilung drückt sich dann, man kann es in einer groben Formel sagen, was über 100% hinausgeht, kriegt man später mehr oder weniger in Form der Inflationsrate wieder zu spüren. Es muss nicht genau die Inflationsrate sein, Graf Lambsdorff, wenn Sie den Kopf hier etwas besorgt schütteln, dann gebe ich Ihnen nicht Unrecht dabei, aber dann drückt es sich aus in einem Nachlassen der Investitionsquote oder in ähnlichen Ursachen, die aber alle zusammengenommen wieder dann die Arbeitslosigkeit schüren und den hohen Beschäftigungsstand, der durch das Stabilitäts- und Wirtschaftsgesetz und Wachstumsgesetz vorgeschrieben ist, verhindern. Lassen Sie mich hier ein Wort sagen zur künftigen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Die ständigen Erhöhungen der Abgaben und Steuerbelastungen waren eine wesentliche Ursache für die Stagnation der Investitionen der Wirtschaft in den letzten Jahren. Es ist volkswirtschaftlich unverantwortlich und auch für den einzelnen Arbeitnehmer schädlich, wenn das Unternehmen, in dem er arbeitet, mit Steuern belastet wird, die es unabhängig von seiner Ertragslage zu zahlen hat. 1976 beträgt die Belastung der Unternehmen mit ertragsunabhängigen Steuern ca. 13 Milliarden D-Mark, die auch zu zahlen sind, wenn kein Gewinn vorhanden ist. Wir würden mit Recht keinem Arbeitnehmer zumuten, Steuern zu zahlen, wenn er über kein Einkommen verfügt. Dasselbe muss auch gelten, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das auch nur aus Erträgen seine Steuerverpflichtungen erfüllen kann. Ich meine jetzt hier nicht die Umsatzsteuer natürlich. Seit Jahren haben wir eine Substanzbesteuerung zu verzeichnen. Bundeswirtschaftsminister Friedrichs hat in mehreren seiner Reden draußen auf diese für ein Wirtschaftswachstum schädliche Entwicklung hingewiesen. Wenn der Sparer mit Sparbuch oder in festverzinslichen Papieren lohnender ist als der Einsatz von Haftungskapital, dann ist auch das ein Hauptgrund für die Investitionszurückhaltung der letzten Jahre. Wenn aber jemand bei uns den Mund aufgemacht hat und vom Abbau der Steuerlast bei Unternehmungen gesprochen hat oder von der Notwendigkeit, einen Anreiz für höhere Investitionen zu schaffen, dann drohten auf der einen Seite Gewerkschaften gleich mit höheren Lohnforderungen, was verständlich ist, aber in Grenzen gehalten werden muss. Und auf der anderen Seite wurde auf die prekäre Haushaltslage hingewiesen und darüber hinaus wurden dann noch diffamierende Bezeichnungen verwendet, als ob diejenigen, die die Ertragskraft der Wirtschaft stärken, ihre Investitionsfähigkeit beleben, die alte Arbeitsplätze sichern, neue Arbeitsplätze schaffen wollen, nichts anderes seien als Kapitalistenknechte, Unternehmerdiener oder Millionärslakaien, wie es in der gesellschaftlichen Diskussion doch draußen jahrelang zu hören war, wenn man nur der Vernunft das Wort gesprochen hat. Es ist doch auch nicht so, wenn die Arbeitslosigkeit im Laufe des Jahres 76 um ein paar Hunderttausend zurückgegangen ist, so darf man ja nicht damit den Glauben verbinden, dass damit die Zahl der Arbeitsplätze gestiegen ist. Die Zahl der Arbeitsplätze ist noch zurückgegangen. Die Zahl der Arbeitslosen hat abgenommen, weil Gastarbeiter abgewandert sind, hat abgenommen, weil aus gutem Grunde viele von der vorgezogenen Rentenmöglichkeit Gebrauch gemacht haben oder Umschüler geworden sind. Aber insgesamt hat die Zahl der Arbeitsplätze auch während des Aufschwunges, ich verfüge nicht über die genauen Zahlen, aber in der Tendenz eher noch abgenommen als zugenommen. Und ich darf Sie daran erinnern, Herr Bundeskanzler, in der entscheidenden Steuernacht, in der lauen Nacht vom Juli 1974, als wir uns einigten über die Abzugsfähigkeit der Sonderausgaben von der Bemessungsgrundlage und nicht zu 22% von der Steuerschuld, dann komme ich darauf, aber auch das ist ja eine ertragsunabhängige Steuer. Aber als ich davon gesprochen habe, und das trifft ja genau dieses, Graf Lambsdorff, und ich glaube, dass ich mich fast wörtlich genau zitiere,
sage, wir sollten jetzt noch einen mutigen Schritt gemeinsam machen und die beschlossene für den 1. Januar 75 in Kraft tretende Anhebung der ertragsunabhängigen Steuern, die sollten wir wieder zurücknehmen. Ich habe wörtlich das Ausdruck gebraucht, was jetzt beschlossen wird, bedeutet für die konjunkturpolitische Entwicklung regelrecht Gift. Und genauso ist es dann im Jahr 75 und bis heute noch sich auswirkend eingetreten. Hier muss etwas geschehen. Wir haben seit 74 den Abbau der ertragsunabhängigen Steuern bzw. die Nicht-Einführung der Erhöhung derselben gefordert. Es macht die Regierung einige Vorschläge. Ich möchte hier nicht im Einzelnen darauf eingehen, das wird bei der Haushaltsdebatte, bei der Steuerdebatte möglich und notwendig werden. Aber bei der Gewerbesteuer müssen die ertragsunabhängigen Teile abgebaut werden. Dazu gehört vor allen Dingen auch die Gewerbekapitalsteuer. Es ist ein Unfug, dass mittelfristiges Fremdkapital, dessen Umfang sowohl absolut wie prozentual ständig zunimmt, gewerbesteuerlich belastet wird, als ob es Eigenkapital wäre. Und dass die darauf zu zahlenden Zinsen nicht als Betriebsausgaben abgesetzt, sondern als Einkommen besteuert werden müssen. Herr Abgeordneter, Dr. Strauß, gestatten Sie einen Zwischenmaß, Herr Abgeordneter Pflanzer. Herr Kollege Strauß, empfehlen Sie mit diesen Andeutungen eine unterschiedliche steuerliche Behandlung beim Gewerbekapital von Eigenkapital und Fremdkapital? Und wollen Sie damit dafür sorgen, dass die Fremdkapitalfinanzierung günstiger behandelt wird als die Eigenkapitalfinanzierung? Ich möchte haben, dass das Fremdkapital nicht mehr als Eigenkapital besteuert wird. Und dass die darauf zu zahlenden Zinsen als echte Kosten abgezogen werden dürfen und nicht dem Einkommen zugeschlagen werden und dann die Progression vermehren und die Steuerlast erhöhen. Aber und deshalb darf ich auch hier ein Wort zur Erhöhung der Mehrwertsteuer sagen. Ich möchte dieses pannenreiche Unternehmen, das die Regierung ja in mehreren Akten aufgeführt hat, jetzt hier nicht unnötig noch einmal vor der Öffentlichkeit darlegen. Aber meine Position, und ich glaube, dass die Fraktion der CDU-CSU, die diese Dinge nicht zu Ende diskutiert hat bis jetzt, es aber demnächst tun wird, sehr wohl dafür gewonnen werden kann, einer Mehrwertsteuererhöhung dann zuzustimmen, wenn sie inflationsneutral, das ist meine Position, wie ich sie auch im Wahlkampf vertreten habe, wenn sie inflationsneutral nicht dazu verwendet wird, die Schuldenlöcher des Haushaltes zu stopfen, sondern dazu verwendet wird, auf der Seite der Arbeitnehmer wie der Arbeitgeber steuerliche Erleichterungen zu ermöglichen, die im Sinne unserer wirtschaftspolitischen Zielsetzungen hoher Beschäftigungsstand, ausreichendes Wachstum, niedrige und hohe Preisstabilität zu gewährleisten oder zu unterstützen versprechen. Herr Abgeordneter Strauß, Sie gestatten eine weitere Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten. Herr Kollege Strauß, würden Sie bei der Einschränkung nicht zum Stopfen von Schuldenlöchern auch die Schuldenlöcher einbeziehen, die Sie zum Beispiel selber vorhin erwähnt haben, durch den Ausfall von Arbeitskräften und höhere Zuschussverpflichtungen an die Bundesanstalt für Arbeit, auch die Zuschusslöcher also, die in der Rezession entstanden sind und jetzt noch mit uns weiter vorgeschleppt werden, die aber bei einmal bezahlen müssen? Reden kann man über alles, Herr Kollege Lambsdorff. Reden kann man über alles. Aber es besteht die eindeutige Notwendigkeit, dass das Wachstum der konsumtiven Ausgaben eines Haushaltes drastisch zu bremsen. Und dafür die Mittel für öffentliche Investitionen einzusetzen. Dabei sind wir uns wahrscheinlich einig, dass es drei Sorten öffentlicher Investitionen gibt. Allgemein öffentliche Investitionen, dann Prestigeinvestitionen, die unterlassen werden sollen, weil sie Verschwendung von Steuergeldern bedeuten, aber bei überfließenden Kassen natürlich auch gerne getätigt werden. Sie wissen ja, Geld macht sinnlich oder Geld ist scheu wie ein Reh und geil wie ein Box, schon von Herrn Blessing, nur etwas erweitert von mir. Und das Dritte sind solche Investitionen, die der Modernisierung und dem weiteren Ausbau unserer Wirtschaft dienen. Und diese dritten Investitionen sollten heute, die dritte Kategorie der Investitionen, den Vorrang vor allen Dingen vor der zweiten Kategorie haben. Aber dafür sollte der Mehrertrag einer Mehrwertsteuer angesetzt werden, damit wir aus diesem ewigen Dilemma 1 Million brachliegender Arbeitskräfte mit den vorher genannten volkswirtschaftlichen Folgen wenigstens einen sichtbaren Schritt herauskommen. Und das lässt sich erzielen, wenn in unserem Lande wieder diese Dinge mit Vernunft und ohne Ideologie angepackt werden. Wenn ich das hier. Darum halte ich auch nicht sehr viel, wenn man jetzt ein neues Investitionsprogramm wieder ankündigt.
Das ist ja schon das vierte Konjunkturprogramm seit dem März 1974. Ich hätte nichts einzuwenden gegen ein regionales Investitionsprogramm, das aus strukturellen Gründen dient. Vor allen Dingen, dass wirtschaftsschwachen Gebieten zugutekommt. Aber im Allgemeinen geht es nicht darum, mehr staatliche Aufträge zu geben. Es geht darum, unsere Wirtschaft wieder investitionsfähig in ihrer vollen Breite zu machen und ein Klima zu schaffen, in dem der Unternehmer sagt, der Einsatz des Geldes ist ein hohes Risiko, aber darin steckt auch eine Chance. Wenn aber einer, der einen Pfandbrief gehabt, eine höhere Rendite erwarten kann, bei voller Sicherheit der Rückzahlung oder ein Bundesschätzchen, wo soll dann noch das Haftungskapital bei uns herkommen? Und dieses muss hier einmal grundlegend angepackt werden. Wir dürfen doch davon ausgehen, dass der Versuch gescheitert ist, angeblich zur Erhaltung der Vollbeschäftigung die öffentlichen Haushalte in zweistelligen Zuwachsraten zu steigern und gleichzeitig zur Eindämmung der Inflation eine Politik des teuren Geldes zu verfolgen, wie es ja in den letzten Jahren geschehen ist. Wer die Inflation bändigen und zugleich hohen Beschäftigungsstand erhalten will, muss den Staatshaushalt, ich darf ruhig sagen, mit klassisch konservativen Methoden ausgleichen und das Geld für Investitionen verbilligen, statt zu verteuern. Wenn ich es hier auf eine allgemeine kurze Formel bringen darf. Es ist von meinem Bundeskanzler einiges zur Bildungspolitik gesagt worden, auf das heute bis jetzt von uns noch nicht geantwortet werden konnte. Aber der bildungspolitische Teil seiner Regierungserklärung macht sich die Sache einfach. Er meint, soweit es Verbesserungen gegeben habe, seien sie ein Erfolg der SPD-FDP. Soweit Probleme bestehen, gehen sie auf das Konto des Föderalismus und der CDU-CSU. Ich darf demgegenüber einmal einige Tatsachen festhalten. Schulen und Hochschulen wurden in den letzten 15 Jahren in gemeinsamen Programmen der Länder seit 1969 von Bund und Ländern gemeinsam ausgebaut. Die Ausweitung der Bildungsmöglichkeiten gingen von unionsregierten Ländern aus. Bayern hat 1964 den ersten Schulentwicklungsplan unter allen Bundesländern vorgelegt. Der Hochschulausbau ist von unionsregierten Ländern ausgegangen. Unser Freund Mikat hat die Uni Bochum gegründet unter einer CDU-Regierung. In Konstanz und Ulm sind zwei Universitäten durch Wilhelm Hahn gegründet worden. Regensburg und Augsburg durch den bayerischen Kultusminister Ludwig Huber. All diese fünf Universitäten sind gegründet worden, bevor eine einzige Universität in einem sozialdemokratisch regierten Lande neu geschaffen worden ist. Ich komme zu einer weiteren Feststellung. Hätten alle Länder ihre Studienplätze so stark ausgebaut wie die unionsregierten Länder und hätten sie gleichzeitig die Abiturienten so maßvoll, das heißt unter Berücksichtigung von Qualifikationsmaßstäben vermehrt wie die Unionsländer, so hätten wir heute nicht ein Auseinanderklaffen zwischen dem Gymnasialsystem und den Hochschulen mit der unangenehmen Erscheinung des Numerus Clausus. Ich teile einfach nicht die Auffassung, die von Politikern beider Regierungsparteien im Laufe der Jahre immer wieder ausgesprochen worden ist, dass die Qualität eines Bildungssystems von der Produktion einer maximalen Zahl von Abiturienten abhängt. Und ich wage auch hier, Herr Kollege Brandt, Ihnen zu sagen, was steckt hier für eine pseudo-elitäre Arroganz in Ihren Worten, er konnte ja nur Schlosser werden. Ein ausgebildeter Schlosser. Für die Wertschöpfung unseres Sozialproduktes und für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben ist ein ausgebildeter Handwerker und ein ausgebildeter Facharbeiter von höherer Bedeutung als ein stellenloser Akademiker, der im äußersten Fall dann noch die Gilde der Rechtsanwälte vermehren kann. Ja. Herr Abgeordneter Strauß, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Schmidt München, bitte. Herr Abgeordneter. Herr Strauß, könnten Sie uns dann erklären, warum Sie einmal einen Kritiker aus Ihren eigenen Reihen gefragt haben, ob er überhaupt Abitur hat, wenn Sie heute diese Erklärung abgeben? Ja, das kann ich Ihnen sehr genau erklären. Sehr genau erklären. Ich freue mich geradezu über die Frage. Es hatte sich jemand beim RCDS eingeschlichen, der nach unseren Erkenntnissen ein Hochstapler war. Und der hatte sich ausgegeben als Mitglied einer akademischen Verbindung und als Student an der Universität in München. Und ich habe ihn gefragt, ob er überhaupt Abitur habe, was damals die Hauptzulassung zum Studium war. Es stellte sich heraus, dass er nicht an der Universität studierte, sondern an der Politischen Hochschule in München, zu der jedermann Zutritt hatte. Aus dem Grunde habe ich gefragt. Ich leide nicht unter einem Bildungsdünkel. Ich halte diese Einstellung für total verfehlt, ob Sie mir es abnehmen oder nicht.
Ich komme aus einem Handwerkerhaushalt. Ich bin der einzige Abiturient in meiner ganzen Vorfahrengruppe. Und ich bin der einzige Akademiker in meiner ganzen Vorfahrengruppe. Und mein Vater, der Metzgermeister war, und meine zwei Großväter, die Bauern waren, die haben genauso viel für unser Volk getan, wie die Akademiker zu tun pflegen. Die Ungleichgewichte. Abgeordneter Strauß, gestatten Sie noch einen Zwischenfall. Abgeordneter Dr. Sperling. Ja, bitte. Ja, ist gut. Abgeordneter, Sie haben noch die Möglichkeit zu einer Zwischenfrage. Herr Kollege Strauß, wenn Sie keinen Bildungsdünkel haben, können Sie mir dann erklären, warum Sie das Wort Reklambücher als ein Formatsnamen, als Schimpfwort gegen Kollegen Ihrer Fraktion verwenden? Was? Ich verstehe Sie nicht genau. Wenn Sie keinen Bildungsdünkel haben, warum verwenden Sie dann den guten Namen des Verlages Reklam mit den kleinformatigen Büchern als Schimpfwort gegen Kollegen Ihrer Fraktion? Oh, es gibt eben Reklamausgaben von Büchern, die sind im Quantum etwas kleiner, im Inhalt gleich. Ja. Ich weiß nicht, welche Verbindungen Sie zu diesem Verlag haben. Der Verlag selbst hat sich noch nicht beschwert. Aber wenn Sie eine andere Ausdrucksweise wollen, würde ich in Zukunft sagen, dass Sie ein Politiker im Taschenbuchformat sind. Die etwas bissigen Humor darf man in dem Haus auch noch haben. Die Ungleichgewichte, von denen der Bundeskanzler spricht, sind gerade durch die SPD- und FDP-Politik in den Ländern und im Bund entstanden. Der Ausbau der allgemeinbildenden, weiterführenden Schulen ist forciert worden. Hauptschule und berufliches Schulwesen sind vernachlässigt worden. Man setzt die Bildung mit akademischer Bildung und Akademikerstatus gleich. Man sah den Erfolg der Bildungspolitik nicht darin, alle Schulen gleichmäßig auszubauen. Gerade wir legen betonten Wert darauf, dass die Hauptschule auch wirklich von der Mehrheit der Schüler mit Aussicht auf Prädikat absolviert werden kann. Und dass die Hauptschule qualitätsmäßig so angehoben wird, dass in ihr der Übergang in das Berufsleben am leichtesten verwirklicht werden kann. Selbstverständlich im Berufsleben auch über den zweiten oder dritten Bildungsweg dann der Einstieg und Durchstieg in weitere Möglichkeiten. Und wenn der Bundeskanzler hier zum Beispiel das Berufsschulgrundjahr erwähnt. Das Berufsschulgrundjahr ist von den Unionsländern vorgeschlagen worden, während die Sozialisten in der Bildungspolitik ein 10. theoretisches Schuljahr haben wollten. Ich mache ihm ja gerne das Kompliment, dass seine Regierungserklärung, soweit sie Substanz hat, die Übernahme von Vorschlägen der CDU-CSU weitgehend bedeutet. Er trifft auf eine Reihe von Teilen seiner Regierungserklärungen zu. Und dieses Berufsschulgrundjahr ist viel wesentlicher als ein weiteres Jahr Theorie, weil das den Übergang in das Berufsleben erleichtert. Wir müssen die unerträgliche Überfüllung unserer Hochschulen jetzt einmal beenden. Und die kann nur beendet werden, nicht indem man den Abiturienten sagt, ihr dürft nicht studieren, müsst viele Jahre warten, sondern indem man andere Möglichkeiten der Berufsausbildung und der Erlernung eines den Mann und die Familie ernährenden und zufriedenstellenden Berufes auf anderem Wege ermöglicht. Nur so ist das Problem noch zu lösen. Es ist auch abenteuerlich zu glauben, dass man durch Vermehrung der Zahl der Abiturienten die Zahl der Begabten fördern könne. Nein, das Niveau sinkt im Durchschnitt, aber nicht die Zahl der Begabungen. Hier erweist doch auch die neuerliche Vererbungslehre und Milieutheorie. Er weiß doch, dass die Vorstellungen, dass die Begabungen nur aus bestimmten Milieus kommen, eindeutig falsch sind. Das war diese berühmte Milieutheorie der Marxisten und ihrer Spätnachfolger, die also hier eine Art Milieubelastung positiver und negativer Art schaffen wollten. Und für wie viel Prozent der Abiturienten bietet denn die zukünftige Gesellschaft, die zukünftige Wirtschaft echte akademische Berufsmöglichkeiten? Wahrscheinlich sind es weniger als 25%. Herr Professor Etting spricht von 15%. Und wovor wir Sorge haben, und das ist auch ein Problem, das wir nur gemeinsam lösen können, ist, dass dieselben Menschen, die heute vor den verschlossenen Toren der Hochschulen stehen, in 5 Jahre später vor den verschlossenen Toren der Gesellschaft und der Berufswelt stehen. Und dass diese dann das revolutionäre Potenzial entwickeln könnten,
dass die nicht von der Arbeiterschaft in Deutschland gestellt wird, sondern von ganz anderen Schichten und Kreisen her rekrutiert wird. Lassen Sie mich, Herr Bundeskanzler, lassen Sie mich, ich muss ja leider weggehen, aber ich hätte noch ein paar Schönes für ihn gehabt. Nämlich, er hat von Liberalität, Bürger, Gesellschaft und Staat gesprochen. Und von Liberalität, Bürger, Gesellschaft und Staat gesprochen. Ohne Zweifel stehen wir vor der Gefahr, das heißt mitten in der Gefahr, einer zunehmenden Paragraphenverdrossenheit der Bürger, einer damit um sich greifenden Beamtenverdrossenheit, die eines Tages auch zur Staatsverdrossenheit werden kann. Aber hier sind Ihre Vorstellungen, Herr Bundeskanzler, man müsse die Methoden Gas-, Strom- und Wasserrechnungen leichter ablesen zu können. Sicherlich sehr interessant und werden draußen ganz gerne gehört, gebe ich Ihnen zu. Es geht einem bei Bankauszügen genauso. Ihre Diätenauszüge, die sind also idiotensicher, hätte ich beinahe gesagt. Die haben Sie anscheinend nicht angeschaut und hätten Sie sich von der leichten Lesbarkeit überzeugt. Beim Gehaltszettel schaut es schon wieder ganz anders aus. Aber das trifft nicht, das ist ein wichtiger Teil des Problems. Computer, elektronische Datenverarbeitung. Aber wie sehr Sie, Herr Bundeskanzler, die Dinge hier verharmlosen, geht daraus hervor, dass Sie von dem Schutz der Privatsphäre der Bürger durch das Datenschutzgesetz sprechen. Warum ist das Datenschutzgesetz in diesem Hause nicht einstimmig verabschiedet worden? Warum haben die Unionsländer mit Ausnahme von Niedersachsen und Saarland dem Datenschutzgesetz nicht zugestimmt? Weil, und die Texte können Sie nachlesen in den Protokollen, weil nach Meinung der CDU-CSU-Fraktion und nach Meinung der meisten unionsregierten Länder gerade diese Garantie, der Schutz der Privatsphäre gegen willkürliche, fahrlässige und unerwünschte Behandlung intimer Daten nicht ausreichend gewährleistet ist. Herr Kollege Schäfer, ich weiß nicht, wie viel Sie davon mehr verstehen als ich, aber ich gehe davon aus, dass in einer Fraktion nicht einer alles wissen kann. Das tun Sie vielleicht, unterscheidet Sie von mir. Aber so unterschiedlich hat eben Gott die Menschen gemacht. Sie sind eben ein umfassendes Gehirn, sozusagen der Leibniz der Fraktion. Und wir müssen mehr von der Arbeitsteilung leben. Und nach dieser Arbeitsteilung habe ich zu meinen Kollegen, die im Ausschuss und in der Fraktion federführend dieses Problem bearbeitet haben, so viel Zutrauen, dass sie nicht Nein gesagt haben um des Neinsagens willen, sondern dass sie Nein gesagt haben, weil man ihre Vorschläge auf verbesserten Schutz der Privatsphäre restlos ohne jede Bereitschaft zur Kooperation und zur Verständigung niedergebügelt und abgelehnt hat. Aber eigentlich interessiert mich... Dann, das Geschrei hat doch keinen Sinn. Dann müssen Sie damit vorlieb nehmen, dass ich mich aus dem Bundestagsprotokoll nach Vorlage des Berichtes des Ermittlungsausschusses informiert habe. Und hier haben meine Kollegen sich so geäußert und damit ihre Absage begründet. Aber das, ich sage ja, das ist ja nicht das Entscheidende allein. Eine Aufgabe, der sich die Bundesregierung ernsthaft unterziehen sollte, und auch hier sind wir bereit mitzuwirken, das ist erstens einmal dafür zu sorgen, dass diese unerträgliche Flut, um nicht zu sagen, diese steigende Lawine immer neuer Gesetze und Verordnungen endlich einmal aufhört. Wenn Sie sehen, was hier in den letzten 5-6 Jahren hier produziert worden ist gegenüber früher, und die Quantität ist hier nicht einmal ein Ersatz für die Qualität, eine echte Qualitätsverschlechterung ist ja eingetreten. Wenn Sie sehen, Herr Bundeskanzler, was allein im Steuerrecht, im Finanzrecht, wenn ich mich weiter ausdrücken darf, im Steuerrecht im Lauf der letzten 6-7 Jahre durch ständig hektische Novellen, sich überstürzende Änderungen, zum Teil schon vor Inkrafttreten eines beschlossenen Gesetzes, wiederum beschlossen, hier an Unfug angerichtet worden ist. Das muss wieder in den Griff bekommen. Wir brauchen wieder ein einfaches und durchschaubares Steuerrecht. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Sprache der Gesetzgeber wieder etwas, die Sprache der Gesetzgeber für den Bürger verständlicher wird. Sehen Sie sich doch einmal, Herr Bundeskanzler, unter diesem Gesichtspunkt die Produktion an, die in Ihrer Zeit stattgefunden hat. Nun, die schöne Zeit, wo die Sprache des Rechtes, die Sprache der Poesie und des Humors war, ist vorbei. Zum Beispiel, ich habe es mal nachgelesen, Augen auf, Kauf ist Kauf, im altdeutschen Recht. Oder wer närrisch kauft, muss weislich zahlen. Jetzt heißt es keine Sachenmängelhaftung. Oder einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heißt keine Mängelhaftung des Schenkers heutzutage. Oder Hand wieder Hand, heißt in der modernen Gesetzessprache, wer einem anderen eine Sache anvertraut, kann sie nur von diesem, nicht von einem Dritten zurückfordern, wenn der Vertrauensmann sie veruntreut hat. Man legt zum Beispiel nach,
was nach dem Bundesgesetz zur Wiedergutmachung von NS-Unrecht im Jahr 58 beschlossen worden ist. Personen, die im Sinn des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der NS-Verfolgung, Bundesentschädigungsgesetz in der Fassung des Gesetzes vom 29.06.56 verfolgt und dadurch in ihrer auf Schädigungen im Sinne der Paragraphen 1 und 82 des Bundesversorgungsgesetzes beruhenden Versorgung geschädigt worden sind, Klammer auf, Geschädigte, Klammer zu, erhalten als Wiedergutmachung eine Entschädigung nach Maßgabe der Paragraphen 3 und 4, sofern sie im Zeitpunkt der Entscheidung über die Wiedergutmachung ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes hatten und nicht zu den nach dem Bundesgesetz zur Wiedergutmachung von NS-Unrecht in der Kriegsopferversorgung im Ausland in der Fassung der Gesetze vom 25.06.1948 zu entschädigenden Personen gehören. Oder aus der jüngsten Produktion, ich habe leider keine Zeit mehr, aus der jüngsten Produktion, 13. November 76, Verordnung zur Umstellung der Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, auf das Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter sowie zur Änderung dieser Verordnung. Umstellung und Änderungsverordnung der Ausnahmeverordnung zur Gefahrgutverordnung Straße. Unterschrieben Gscheidle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Es ist bedauerlich, aber angesichts der Umstände nicht zu ändern, dass wegen der Aufspaltung der Aussprache zur Regierungserklärung die Themen Deutschlandpolitik, Ostpolitik, Außenpolitik mit all seinen vielzähligen Problemen hier naturgemäß in der ersten Runde und in der zweiten Runde nicht die Würdigung erfahren können, die der Ernst der Gegenstand, die der Ernst der Sache ist, ohne jeden Zweifel erfordern würde. Nur, Herr Bundeskanzler, darf ich Sie darauf hinweisen, dass Ihre Ausführungen zur Lage der Nation das Problem gewaltig vereinfachen. Es geht hier nicht nur um das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten. Es geht nicht nur um diese Frage allein, so wichtig dieses ist. Gegensätze und Unterschiede zwischen den beiden deutschen Staaten und ihren Gesellschaftsordnungen dürfen nicht mit der Wertneutralität und ich hätte beinahe gesagt, moralische Gleichgültigkeit behandelt werden, als ob es sich hier um Staaten- und Gesellschaftsordnungen gleichartiger Legitimation handelt. Hier, wir wissen ja einigermaßen, was hier vor sich geht. Aber warum zum Beispiel haben die Behörden der DDR auf der Leipziger Herbstmesse 76 Prospekte von Firmen der Bundesrepublik polizeilich beschlagnahmt? Haben folgende Gründe angegeben. Prospekt der Firma Siemens hatte eine Verkaufsniederlassung in Berlin statt in West-Berlin angeführt. Mannesmann hat in einem Prospekt das Wort Deutschland aufgeführt. Weiterhin wurde wegen rot eingerahmten Termin 17. Juni der Taschenkalender der gleichen Firma beschlagnahmt. Schering gab in einem Prospekt zwei Firmensitze an, und zwar Berlin-West und Bergkamen. Und ähnliche Beispiele dieser Art. Das seien nur Zeichen, dass man dort ohne die geringste Einsicht, ohne die geringste Anerkennung einer Verständigungsnotwendigkeit und vernunftgemäße Miteinanderauskommens. Das politische Prinzip der Drei-Staaten-Theorie, der Teilung Deutschlands in zwei Staaten und einer selbstständigen Einheit Berlin bis in die lächerlichsten Kleinigkeiten hinein durchsetzen will. Das hat nichts mit dem Geist von Helsinki zu tun. Das hat nichts mit dem Geist der Entspannung zu tun. Das hat nichts mit der Anerkennung und dem Willen zur Verständigung, Anerkennung gegenseitiger Interessen und dem Willen zur Verständigung zu tun. Und Herr Bundeskanzler, täuschen Sie sich nicht. Es stimmt, dass Sie 8 Millionen Reisebewegungen haben. Das heißt noch lange nicht 8 Millionen Deutscher. Früher waren es 2,5, sagen Sie, das stimmt. Aber jetzt reisen dieselben Personen, was durchaus erfreulich ist, mehrmals. Aber Sie sprechen von 8 Millionen Personen. Das ist nachweislich unrichtig. Und ein großer Teil dieser Reisen findet auch auf solchen Wegen statt, auf denen die geschlossenen Reisegruppen keine Möglichkeit haben, mit der Bevölkerung in ernsthaften Kontakt zu kommen. Zum Teil werden sie nur dann dazu benutzt, um ein bestimmtes Programm zu absolvieren und in Intershop-Läden mit D-Mark einzukaufen, was dort allerdings dann zu billigeren Preisen möglich ist, als die gleichen Waren bei uns kosten. Herr Bundeskanzler, die Feststellung, dass für das Schießen an der Grenze nicht die Bundesrepublik verantwortlich ist, ist zu wenig. Wenn nach der Konferenz von Helsinki immer noch munter weitergeschossen wird, wenn der Soldat, der Herrn Korgi erschossen hat, einen kommunistischen Genossen, nicht einmal disziplinar, geschweige denn strafrechtlich belangt worden ist, und wenn hier der Schießbefehl als ein Tabu erklärt wird, ist das für Sie noch lange kein Grund,
die Behandlung dieses Themas etwa aufzugeben oder ihr auszuweichen, weil das den Geist der Verständigung oder die Entspannung stören könnte. Und deshalb haben wir auch kein Verständnis dafür, dass die SPD-Kollegen bei der letzten NATO-Parlamentariertagung den von uns eingebrachten, von meinen Freunden Blumenfeld federführend eingebrachten Antrag auf Verurteilung der Menschenrechtsverletzungen in der DDR abgelehnt haben. Während die Parlamentarier der mit uns verbündeten Länder diesen Antrag unterstützt und ihm zu einer Mehrheit verholfen haben. Hier wird nicht mehr Entspannungspolitik getrieben, hier wird Annäherung durch Anpassung getrieben. Hier wird eine einseitige Politik des Rückzugs propagiert. Und das endet bei dem unzerstörbaren und unausweichlichen kommunistischen Machtwillen auf der anderen Seite an einem Punkt, den wir alle bedauern werden, wenn auf dieser Straße fortgefahren wird. Natürlich. Sie sagten, Berlin sei die größte deutsche Industriestadt, ja. Sie sagten auch, es sei ein bedeutendes Kulturzentrum, ja. Wird Berlin auch der Sitz der Nationalstiftung werden, Herr Bundeskanzler? Eine Frage, die uns sehr interessieren würde. Und haben Sie Angst zu sagen, obwohl Sie hier auf dem Boden des vom Verfassungsgericht bestätigten Rechtes stehen, Berlin ist und bleibt die Hauptstadt des Deutschen Reiches? Wenn Sie diesen Standpunkt einnehmen, dann müssen Sie die Verfasser der Kanzleramtsstudie über das Verhältnis zwischen Bundesrepublik und DDR und der Menschen zueinander allerdings entlassen. Und Sie hätten diesen Menschen, diese Gruppe überhaupt nicht beauftragen dürfen, eine Studie zu erstellen, die man mehr als Erfüllungshilfe mit den Machtwillen Ostberlins, denn als eine Darstellung der wirklichen Verhältnisse etwa kennzeichnen könnte. Herr Bundeskanzler, ein großer Arbeiterführer des 19. Jahrhunderts, Ferdinand Lassalle, hat ein Wort gesagt, das für uns alle gelten sollte, nämlich: Alle große politische Aktion besteht in dem Aussprechen dessen, was ist, und beginnt damit. Alle politische Kleingeisterei besteht im Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist. Das offene Aussprechen ist schon eine politische Aktion. Und wir haben nicht nur an die Menschen im anderen Teil Deutschlands zu denken. Wir haben hier auch im Zusammenhang mit der Aussprache über die Regierungserklärung ein Wort an die Adresse unserer Heimatvertriebenen und Flüchtlinge zu richten. Einer Menschengruppe, die für den Wiederaufbau der Bundesrepublik Großartiges geleistet hat, die ein Muster politischer Disziplin geboten hat und die das Recht haben, wie alle anderen Völker, auch an ihr Recht auf Heimat zu denken, ohne dass damit irgendwelche nationalistischen Töne verbunden sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen doch, und das, Herr Bundeskanzler, hätte von Ihnen in einem Bericht gesagt werden müssen, der nicht nur Regierungserklärung sein sollte, sondern auch Bericht zur Lage der Nation bis zu einem hohen Maße sein sollte. Die gegenwärtige europa- und weltpolitische Situation, sowohl was Ost-West anbetrifft, wie Nord-Süd anbetrifft, ist keine sonnenbegrenzte Wiese, wie Sie die internationale Landschaft dargestellt haben. Ich gebe meiner tiefen Überzeugung und Sorge Ausdruck, dass wir in die gefährlichsten Jahre der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg im Laufe der letzten Zeit eingetreten sind. Dass wir in die gefährlichsten Jahre eingetreten sind und dass nur das Zusammenstehen aller freiheitlichen Kräfte in Europa, aller wirklich freiheitlichen Kräfte in Europa, die Garantie und die Aussicht dafür bieten kann, dass am Ende nicht das Kollektiv, sondern der Mensch, die Person und seine Freiheit im Mittelpunkt von Staat und Gesellschaft stehen werden. Es gibt, und dazu, Herr Bundeskanzler, haben Sie leider nichts gesagt, sichere Anzeichen dafür, dass es in den kommenden 4 Jahren schwere internationale Krisen geben wird. Einmal die Machtverhältnisse im Kreml mit den Fragen der Nachfolge Brezhnevs, die Frage Eurokommunismus, wo Herr Brandt heute merkwürdig verschwiegen war. Jugoslawien haben Sie kurz erwähnt, bejahen, wenn Sie sagen, die Unabhängigkeit Jugoslawiens. Wer bedroht denn die Unabhängigkeit Jugoslawiens? Und wie sieht die europäische Landschaft aus, wenn dieses Jugoslawien seine Unabhängigkeit verloren haben sollte? Stehen hier die Europäer gemeinsam mit den Amerikanern in einer politischen Front? Und hier, Herr Bundeskanzler, haben Sie immer Attentismus, Abstinenz und Askese bewiesen, obwohl Sie doch sonst
so forsch und munter und fröhlich drauf los, den Weltmeister, den Lehrmeister aller Völker der Welt zu spielen bereit sind. Aber da, wo es darauf ankommt, flüchten Sie in die unverbindliche Phrase. Wie steht es denn mit der strategischen Überlegenheit der Sowjetunion über die USA? Auf konventionellem Gebiete längst erreicht, auf nuklearem Gebiete vielleicht auch schon erreicht, demnächst bevorstehend. Wie steht es denn damit, meine Damen und Herren? Dann kann man dann einfach vorbeigehen, dass in einer Insel vor Mosambik ein großer sowjetischer Raketenstützpunkt errichtet wird, dass in Angola dasselbe geschieht, dass ungeheure Mengen von Kriegsmaterial nach Libyen geschafft worden sind und dort nicht für die Zwecke der libyschen Streitkräfte, sondern für die Zwecke der sowjetrussischen Streitkräfte in geheimen Depots an drei Stellen im Lande gestapelt werden? Man kann doch nicht einfach die Probleme Nord- und Südafrikas mit dieser allgemeinen Phrase, wir hoffen, dass die Herrschaft bald von der Mehrheit übernommen wird. Wer ist denn die Mehrheit in einem Lande, wo es 4 Millionen Weißer gibt, 17 Millionen Schwarzer gibt, Hunderttausende von Indern gibt, von Malaien, von Kapfarbigen gibt, wo die Probleme einer vielrassigen Gesellschaft doch nicht auf die simple Formel Herrschaft der Mehrheit bei Schutz der Minderheit. Was ist denn aus Angola und Mosambik heute geworden? Ein riesiges Konzentrationslager mit Hunger, Not und Tod, mit Epidemien und Seuchen, mit grausamster Unterdrückung, mit Konzentrationslagern, wie Sie Ihrem Vergleich nur in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges noch gefunden haben. Ist das die Befreiung? Ist das die Emanzipation? Ist das das Zukunftsbild, das wir vor unseren Augen haben? Hier sollten Sie als Bundeskanzler entweder nichts sagen oder wenn Sie etwas sagen, sich informieren und dann einen Standpunkt vertreten, der zumindest eine Hilfe für unsere amerikanischen Verbündeten ist. Denn wenn die Kapp-Route eines Tages in die Hände der sowjetischen Globalstrategen fällt, um die 80% des Öls für Europa transportiert werden, ist unsere Situation in der NATO, ohne dass ein Schuss fällt, schon von Anfang an so geschwächt und so ausgehöhlt, dass die ganze NATO binnen Kürzem einstürzen würde. Hier sind Probleme, wo wir aufhören müssen, in national engem Rahmen zu denken, wo wir als Europäer und wo wir auch mediterran atlantisch denken müssen, wo wir auch daran denken müssen, die Volksrepublik China an den Sicherheitsüberlegungen für Europa mitzubeteiligen. Ich wage es zu sagen, obwohl es manchmal nicht gerne gehört wird. Hier treten Probleme auf, die in den nächsten 10 Jahren mit Sicherheit virulent werden. Und ein Parlament, das sich ernst nimmt, muss über die Fragen der Gesellschaftspolitik hinaus sich auch der Fragen annehmen, von denen in Zukunft die physische Existenz, das moralische Überleben und die Aufrechterhaltung einer freien Gesellschaftsordnung maßgebend abhängt. Ja. Was den Westen, ich kann mich nicht aus einem Anwalt aufwerfen, aber ich kann als Parlamentarier meine politische Meinung sagen, was den Westen unterscheidet von der Planung im Kreml. Das ist einerseits eine ungeheure wirtschaftliche Überlegenheit bei gleichzeitig erheblicher militärischer Schwäche. Was den Westen unterscheidet, ist eine von Fall zu Fall Entscheidung in außenpolitischen Fragen, ein Attentismus, ein Abwarten, eine punktuelle Behandlung eines Problems. Der maßgebende Mann für die Sicherheit des sowjetischen Bereiches ist Herr Andropow. Er hat neben den sicherheitsdienstlichen Aufgaben die informationspolitischen, die diversionspolitischen Aufgaben und er hat darüber hinaus auch noch die Aufgaben der Diversion. Vor seinem Schreibtisch steht ein großer Globus. Und ein Besucher, der jüngst bei ihm war, sagte mir, mich hat Herr Andropow auf diesen Globus hingewiesen und sagte, alles, was wir tun, sehen wir in einem weltweiten Zusammenhang mit langen strategischem Atem. Und das ist der entsetzliche Unterschied, dass bei uns mehr und mehr nur mehr Innenpolitik mit Schwerpunkt Gesellschaftspolitik gesehen wird und dass wir eines Tages aufwachen werden und die Verhältnisse in der Welt haben sich grundlegend verändert. Darüber, Herr Bundeskanzler, von Ihnen etwas zu erfahren, wäre auch Aufgabe einer Regierungserklärung gewesen. Und das sollten Sie nachholen. Das war die Rede des stellvertretenden Oppositionsfraktionsvorsitzenden Franz Josef Strauß.